Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 3. Ja, was haben wir denn im letzten Part gemacht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Leute, ich muss zugeben, das ist hier eine ganz kurze Spontanaufnahme. Na gut, was heißt Spontanaufnahme? Ich war schon geplant, aber ich brauche dringend Folgen. Weil ich hatte, ihr habt ja gemerkt, es war in letzter Zeit extrem wenig los auf meinem Kanal. Und das hat einen ganz gewissen Grund, nämlich... Sag's ganz klar hinaus. Zestiria. Tales of Zestiria ist rausgekommen, dieses Spiel. Leute, ist dieses Spiel gut. Ja. Deswegen komme ich leider ein bisschen wenig zum Aufnehmen. Es tut mir ja leid, aber ich erinnere mich, hier oben war was. Ich wusste nicht, wie ich rankomme. Ich würde sagen, wir spielen einfach weiter. Ich glaube, wir sind jetzt hier in dem neuen Anlegegebiet angekommen. Letzten Part erst. Und hallo Viech, na? Was geht bei dir? Hi. Na? Lass mich, lässt du deine Peitsche bei dir, Kollege. Das macht man nicht, ja? Das ist voll bösartig, was du da machst. Tschüss. Stirbst du mal? Danke. Was ist das da eigentlich? Nichts. Okay, hier oben haben wir eine orangene Tür. Eine orangene Tür, was war denn eine orangene Tür? Kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Unten haben wir Brenngel. Brenngel ist, böse. Habe ich gehört? Da möchte ich nicht unbedingt reinlaufen. Huch. Das hier kann ich... Ja, genau. Busch. Aha. Aha. Okay. Jetzt habe ich hier eine Plattform und die bringt mir jetzt was. Genau. Ah, da kann ich hier hoch. Dann kann ich zu dieser Tür. Okay, will ich zu dieser Tür? Moment. Das ist die Frage der Fragen. Kann hier rein? Ach nee, da ist Eis. Moment. Kann ich noch nicht rein? Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, oder? Ja, sieht so aus. Ja, gut. Dann gehen wir halt da oben rein, nicht wahr? Schwupp. Schwupp. Schauen wir doch mal. Ich hab hier... Was ist das denn? Ach, das ist so eine Inschrift mal wieder. Ich sehe eine Art... Ach nee, das ist keine Inschrift. Das ist so ein Rauszieh-Dingsbums. Bewegungssteuerung funktioniere. Dankeschön. Da ist die Inschrift. Haha. Brünnische dann entziffert. Na dann, let's read. Zeitalter des Schismas. Oder Schisma? 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 Keine Ahnung. Schließlich genügten die Wunder der Lehre jene nicht, die in ihren Herzen die primären Traditionen bewahrten. Die Mahnungen der Shōzō, den Ausgleich zwischen alten und neuen Wegen zu suchen, wurden von unseren Lehrmeistern nicht erhört. Wir stießen voran, ungeachtet des Zorns in den Herzen der Primären. Die Zeit kam, dass Sphimas? Okay, oberster Lehrmeister die Primären und ihre Tradition im Zentrum der Königsstadt öffentlich denunzierte. Dies war die Flamme, die den ausgedörrten Busch entzündete. Das Zeitalter der Lehre endete und musste dem Schisma weichen. Okay. Kryptische Nachrichten. Na gut. Ah, da sind wieder diese Viecher. Na, da kommt mal her, ihr Viecher. Ihr treibt mich doch bestimmt nach oben, wie ich euch kenne. Kommt mal her. Blum, 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 blum. Weiß zwar nicht, was ich damit mache. Ah, okay. Yo, yo, yo. Wo will ich denn überhaupt hin? Das ist eine gute Frage. Wo will ich denn hin? Danke. Was bist du eigentlich? Irgend so ein fleischfressendes Ding? Und ich glaube, hier könnt's hier was geben? Please? Please? Wie jetzt? What? Ah! Missile Tank! Das ist nice. Das wäre schon fast zu einfach, Leute. Jetzt mal ehrlich. Wäre schon fast too easy. Too easy. Okay. Also, hier kann ich wieder raus. Genauso wie wir reingekommen sind, können wir natürlich auch wieder raus. Was ist das hier? Irgendwas, was sich kaputt machen lässt, okay. Und hier unten ist auch noch irgendwas. Jetzt? What? Was bist du denn? Abnormale Energie muss dem Eisgebilde entdeckt. Schmelzen mit hochtemperierten wie möglich. Das sieht aus wie ein Viech. Wie ein Kiefer. Will ich das überhaupt schmelzen? Keine Ahnung, ich gehe halt einfach mal weiter. Achso, Moment. Anvisieren, zack und bam!
Oh, das war ein Aufzug. Ah, okay. Das kriegen wir ganz leicht mit einer Rakete auf. Die Tür, okay. Ihr kennt alle dieses Geräusch, nicht wahr, Leute? Ich glaube, ihr kennt alle dieses Geräusch. Zumindest alle Metroid-Spieler kennen dieses Geräusch. Ja, das kennen wir nur zu gut. Dieses Fasern lässt sich über den Bierdiesel in den Körper aufnehmen und als Energiequelle verwehren. Ich kann in Fasern baden? Der Gas lässt sich ja mit Höhe auf Fasern beschädigen. Also ich kann jetzt hier bumm, bumm, bumm. Ah, schade. Bumm. Und. Huch. Was ist jetzt passiert? What? Fahrzeug überladen festgestellt, ich drücke von A in schneller Abfolge ableiten. Okay, okay, okay. Okay, 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 mach ich, mach ich, mach ich. Samus, we just received very abnormal readings from your life support systems. Are you okay? Ja, gerade so. Was ist gerade passiert? As a precaution, we are downloading the diagnostic data from your suit to further analyze this situation. We will contact you again if we have any more information. Das ist hier beruhigend. Ja, hallo, unser Körper produziert Fasern. Natürlich kann das nicht gut enden. Jetzt mal ehrlich. Und ich kann jetzt ernsthaft den Fasern baden? Kann ich. Jo. Jo. Vollkommen normal. Das ist... in radioaktiver Substanz einfach mal baden. Das ist bestimmt gut für den Körper. Ja, 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 ja. Genau so ist das. Ich kann in Fasern baden. Okay. Ach ja, stimmt. Ich hatte ja den Grapple Bean. Oder wie hieß er nicht Grapple Bean? Wie hieß er denn? Ach, Grapple Swing hieß er, ne? Glaube ich. Okay. Na gut, mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Müssen wir denn eigentlich... Ah, okay. Kann ich auf der Karte schauen, wo ich hin muss? Oh, wir sind fast da, wo ich hin muss. Hä? Hey. Na gut. Ne, Quatsch. Das war nur ein Speicherpunkt. Moment mal, wo muss ich hin? Ich muss... Ah, doch, es ist noch ein ganzes Stück. Heieiei. Na gut. Gehen wir mal weiter. Wollte ich sagen. Okay, da war unser alter Bekannter. Der ist bestimmt auch nicht gar nicht so für dieses ganze Eis hier zu verantwortlich. Ach Quatsch, denke ich bloß. Das stimmt überhaupt nicht. Huch. Oh, Gegner. Na dann zeigt mal, was ihr könnt. Was seid ihr denn eigentlich für Biester? Blendwolf legt kurze Strecken per Telemation zurück, anfällig gegen Kälteattacken. Der Stoppwechsel der Blendwölfe, der allein auf Thermalenergie basiert, bedingt eine Anfälligkeit gegenüber Angriffen mit niedertemperierten Waffentechnik. Blendwölfe werden oftmals von den Reptilikus als Wach- oder Jagdtiere eingesetzt. Sie ernähren sich von Brenngel und sind in der Lage, zum Angriff und zur Verteidigung Stöße umgewandelter Thermalenergie abzugeben. Diese Spezies ist über kurze Distanz. Über kurze Distanzen zur Teleportation fähig, wobei elektronische Zielsysteme beeinträchtigt werden. Oh, das klingt irgendwie böse, aber gut. Kriegen wir alles hin. Könnt sich wegbeamen. Hi. Und dann werde ich paralysiert. What? Lass den Shit. Scheiß Vieh. Alter, boah. Lass den Scheiß. Wisst ihr was, Leute? Pam, 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 pam. Komm her. Ekelhafter. Ich mach dich platt. So. Halber Beam geklärt. Ganz einfach. Halber Beam geklärt. Oder Hypermodus. Das ist ja nicht unbedingt der Halber Beam.
Hyperbeam war in Metroid Prime 1, falls ihr euch noch erinnert. Da haben wir mit flüssigen Fasern geschossen. Wobei, das ist jetzt auch flüssiges Faser. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, hier ist eine Inschrift. Die möchte ich natürlich vorlesen, weil ich finde es cool, immer so ein bisschen von der Story mitzubekommen. Zeitalter des Krieges zu Beginn war die Zwietracht noch gering jenseits des Horizonts der meisten Einwohner des Brio. Doch sie schritt voran, allmählich und doch unaufhaltsam wie der Sonnenaufgang. Die Diplomatie wich der Gewalt und der Krieg erfasste unsere Welt. Die Lehrmeister wandten sich von der Forschung hin zur Zerstörung und stürzten die Primären in grauen, ungeahnten Ausmaßes. Im Gegenzug wandten sich die Primären den dunkelsten ihrer altertümlichen Kräfte zu und verfluchten uns Lehrmeister mitsamt all jenen, die im Dienste unserer Sache standen. Stellare Gefährten versuchten verzweifelt, den Konflikt zu schlichten, doch vergebens. Die Kriegsmeute war nicht aufzuhalten. Aha. Was ist das jetzt eigentlich? Abfackelung erfordere ich. Krieg ich hin. Bumm. Ah, das ist so ein... Moment, das muss ich doch bestimmt scannen, ne? So eine Bombenmulde. Sie verfügen gerne, aber nicht irgendwie den einzigen Impuls benötigt. Ah, kann ich noch nicht, weil es einfach hier... Weil es keine normale Bombenmulde ist, wahrscheinlich, keine Ahnung. Okay. Was sind da für Viecher rausgekommen? Hatte ich die schon gescannt? Keine Ahnung. Hi, Viech. Ihr sterbt nicht mal. Weich doch nicht so aus, hallo. Und du da oben, ne? Klappe halten, angesagt. Ich werde angerufen. Moment. Ich mach den Störenfried einfach mal weg. Ignoriert das. Vibriert oder ignoriert es nicht. Moment. Haben wir ganz einfach. Anruferwende. Aufnahme hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, wir machen einfach weiter. Und zwar wollte ich jetzt hier hoch. Was ist das hier? Ah, da kann ich interagieren. Na dann. Schwupp. Schwupp. Hallo? Diese Steuerung, ne? Die funktioniert einfach nicht. Hallo? Willst du mich verarschen? Zack. Drehen. Hallo? Ach so, ich muss nach vorne und hinten bewegen. Ach so. Ich mach und es funktioniert nicht. Hallo? 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 Ernsthaft jetzt? Alter! Bewegungssteuerung. Ist einfach nur wunderschön. Sowas habe ich jetzt aktiviert. Jetzt kommt überall Brenngehe raus. Und das bringt mir was jetzt genau? Wo will ich denn überhaupt hin? Ich will da rüber. Dinge, leichte Flamme. Okay. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Oder zumindest noch nicht. Was habe ich denn jetzt getan? Ich habe jetzt hier Brenngel hergeschafft. Das kann ich jetzt entzünden. Und das bringt mir jetzt was? Aha. Aha. Okay. Aha, 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 jetzt kann ich nämlich hier durch. Ha. Aha, wir kommen der Sache näher. Zack. Zack. Yo. Jetzt bin ich hier unten. Bringt? Man sieht, ich bin sichtlich verwirrt. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part, denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.